Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Heute habe ich wieder Hardware für euch und zwar habe ich von AMVR ein Paket bekommen mit zwei Sachen, packen wir mal so drauf. Und das ist ein Headstrap und mit einem Silikon-Face-Cover. Das ist ähnlich wie bei der PSVR 2, ist demnach angesiedelt, würde ich fast sagen. Ja, das habe ich bekommen und AMVR hat mir ja schon mal was geschickt. Und davon war ich super begeistert. Und das sind diese Handschlaufen für die Pico-Controller. Und also ich finde das einfach genial. Video haue ich euch auch noch mal in die Infobox und in die Beschreibung rein. Also diese Teile sind echt ihr Geld wert. Ich will gar nicht mehr ohne. Ich hatte auch schon mal andere Versionen von anderen Herstellern. Aber das ist bisher das Beste, was ich hatte. Und kann ich nur jedem empfehlen. Ist auch den Knuckle-Controllern nachempfunden, diese Handschlaufe. Aber funktioniert bei den Teilen echt super und ja, super komfortabel. Also auch diese Teile definitiv mal reinschauen. Link dazu haue ich euch auch mal unten in die Beschreibung, der Amazon Affiliate Link. Wenn ihr das dann darüber beziehen wollt, ja, habe ich was davon und ihr bezahlt aber nichts mehr. Ja, ich würde sagen, wir packen das einfach schon mal aus. Kostet roundabout $57. Wir gehen nachher auch noch mal auf die Homepage, schauen wir uns das Ganze mal an. Das Problem ist, ich habe dieses Set noch nicht auf Amazon gefunden. Es ist noch nicht auf Amazon gelistet. Wenn ich das auf Amazon finden sollte, werde ich das direkt unten in die Beschreibung auch packen, unter die Kommentare auch. Und dann könnt ihr auch darüber direkt beziehen. Über den AMVR-Shop ist es ein bisschen ja umständlicher, aber das geht auch, zeige ich euch gleich auch nochmal. Ja, packen wir erstmal das Hauptteil aus. Und ja, hier haben wir einmal das Hinterkopfpolster, was wir hier dran montieren. Montage zeige ich euch nachher natürlich auch. Ich habe hier die Pico schon mal so umgebaut, dass die wieder nahezu Originalzustand ist. Ich habe ja eigentlich das Headstrap von Bobo VR dran. So, ja, hier haben wir nochmal so einen kleinen Spachtel, um das Facecover, das hintere Facecover da zu demontieren. Und ja, hier nochmal die Kopfschlaufe einfach. Und hier ist das Besondere jetzt an dem Teil, dass wir hier die Kopfauflage haben. Also das liegt dann irgendwo hier dann auf. Ich bin mir noch nicht sicher, wie angenehm das Ganze ist, aber ja, das werden wir natürlich testen in dem Video hier und dann gibt es am Ende natürlich auch ein Fazit, ob ich das jetzt gut oder schlecht oder mittelmäßig finde. Ja, aber ich stelle euch erstmal das ganze Paket vor. Also das ist das, was hier drin ist, auch eine kleine Anleitung hier oben drin, also alles bebildert und gut erklärt. Und ja, mehr Teile sind in dem ersten Set nicht drin. Ne, die Teile hier lege ich erstmal weg. Und dann haben wir das VR Silikon Face Cushion, nennt sich das hier. Und ja, hier haben wir das Ganze. Und ist so ein, ja, genau wie bei der PSVR 2, wo ich das nicht wirklich mag, muss ich sagen. Aber machen wir mal Geruchstest. Ja, riecht natürlich ja nach Gummi, ne? Leicht chemisch, aber auch nicht richtig beißend. Also das Gute ist ja bei den Teilen, dass wir hier schwitzen können, wie wir wollen. Das können wir schön abwaschen und fertig. Das ist also sehr, sehr hygienisch, das Ganze. Und wir haben auch kein Problem mehr, dass eventuell da wahrscheinlich Licht reinkommt, weil sich das Ganze gut ans Gesicht anpasst. Wenn ich das dann hier hinten festziehe und ich gehe mal davon aus, dass dann auch wirklich hinten, ja, weil es halt so schön flexibel ist, drückt sich das an jedes Gesicht an, so wie es sein sollte. Aber das werde ich natürlich testen. So, das war es dann auch hier schon. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal ganz kurz auf die Homepage, bevor wir zur Montage kommen. Und da sind wir auch schon auf der AMVR Homepage. Und ja, hier sehen wir, es ist im Juli neu erschienen. Ist ein komplettes Set mit dem Ganzen hier. Und kostet dann 57 $11. Und ich habe hier nochmal so Informationen mir rausgesucht. Lieferzeit beträgt 10 bis 20 Tage, wenn wir in Europa wohnen. Und wir sind ja EU-Raum. Und dann ist es
Problem, dass wir Glück haben können, dass es nicht besteuert wird, dass es so durch die Post geht. Es kann aber auch sein, dass ihr Post vom Zoll erhaltet und dann müsst ihr nochmal zum Zollamt und müsst dann eventuell nochmal Gebühren drauf verrichten. Ist immer schwierig, wenn man Sachen aus China bezieht. Ich habe auch schon öfters da Sachen bekommen und ich musste einmal, also von ich glaube 10 Lieferungen musste ich einmal dann wirklich zum Zollamt und dann auch nachträglich was bezahlen. Aber ich versuche wirklich zu erfahren, wann das in den Amazon-Shop reinkommt und dann werde ich das auch unten in die Beschreibung packen und wie gesagt in die Kommentare auch. Also so sieht das Ganze halt aufgebaut aus. Wir haben hier das Front-Face-Cover, dann haben wir hier dieses Halo-Strip Forehead-Frame nennt sich das hier und hier haben wir das Kopfband, Velcro-Strap, wie sie das hier nennen. Ich bin gespannt. Ich werde natürlich nach Montage dann auch mal wieder testen und nach der Testphase dann auch ein kleines Fazit geben. Ja, das dazu. Schauen wir uns mal ganz kurz auch nochmal hier an. Das ist, sind die AMVA, wie nennt es hier? Controller-Griff für Pico 4, Anti-Rutsch-Touch-Controller. Und wie gesagt, ich bin echt begeistert von den Teilen. Die sind super bequem und ich fand es tausendmal besser als diese normalen Handschlaufen, die ich mir dann erstmal hier drum ziehen muss und wo ich dann immer wieder die Schlaufe hier habe. So schlüpft man rein, zieht fest und fertig ist das Ganze. Und die sind mit 24,99 auch nicht super teuer. Gibt sogar aktuell einen 10% Coupon. Also ich werde es auch nochmal unten in die Beschreibung packen. Könnt ihr dann euch mal überlegen, ob ihr das holen möchtet. Ich kann es euch nur empfehlen. Also wer das von den Knuckle-Controllern mag, der sollte hier definitiv zuschlagen. Der werdet ihr nicht enttäuscht. Und die Montage ist auch super easy. Ich werde aber auch mein Video dazu nochmal verlinken. Ja, Leute, ich würde sagen, das war das mit der Homepage, mit der Bestellung. Links sind alle unten in der Beschreibung dazu. Und jetzt kommen wir erstmal zur Montage. So, ich habe ja schon mal was vorbereitet, alles hingelegt und komme als erstes zur Demontage. Also einfach erstmal hier alles abziehen, was abziehbar ist. Alles Originale erstmal weg oder nicht Originale, je nachdem. Und kommen wir erstmal zum einfachsten Teil. Und das ist das Facecover auch mal demontieren. Und das ist eigentlich der einfachste Teil von allem. Und ihr seht ja, hier sind auch nochmal Magnete drin und das snappt direkt ein und hält direkt. Also super easy, muss ich sagen. Ich bin begeistert. Und jetzt kommen wir zur Demontage von diesem Hinterkopfkissen. Und da müssen wir einfach nur mit diesem hier so zwischengehen. Ich hoffe, ich kann es gut einfangen für euch. Ist am Anfang, ich habe es jetzt schon 3-4 Mal entfernt, immer für andere Cover und Headstraps. Und dann ist es ein bisschen einfacher, aber müsst nur ein bisschen Geduld haben und dann könnt ihr das dann auch relativ einfach abmontieren. Also einfach nur zwischenhebeln und wie ihr seht, es ist alles nur gesteckt, da braucht ihr keine große Angst haben, aber seid ein bisschen vorsichtig, dass nichts abreißt. So, und dann haben wir das Teil hier. Das wird dann einfach hinten, wo ihr jetzt hier die Platte seht, hinten aufgesteckt. So, habt ihr gesehen, ist einfach nur geklickt. Und ich teste jetzt schon mal ohne diese große Halterung. Ja, ist natürlich noch nicht so wirklich bequem. Das macht sich natürlich bemerkbar. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz drauf schauen. Jetzt soll man dieses Teil hier, ist auf der einen Seite ein R. Hier, das ist so ganz leicht angehaucht, nur das sieht man echt schwierig. Sehr schwer. Hier ist ein L. Und demnach habe ich jetzt hier L und R. Dann wird das hier so drüber gesteckt. Ja, aber muss wahrscheinlich vorne drüber, ja, so.
Ich zeige jetzt auf der anderen Seite auch nochmal vom Nah. Also wir haben hier die Lautsprecher, diese dickere Seite. So, genau. So sieht er das am besten. Wird hier einfach drüber gesteckt. So, zack. Und unten haben wir dann einfach so einen Clipser. Und da muss er natürlich dann auch einsnappen. War bei mir jetzt falsch. So, zack. Und ist auch auf beiden Seiten jetzt hier eingesnappt. Jetzt werde ich nochmal testen. Jetzt habe ich natürlich noch kein Band drauf. Aber ist schon ein bisschen angenehmer, aber auch noch nicht so. Na doch, macht. Ich komme nur mit meiner Stirn vorne dran. Das gefällt mir jetzt nicht so wirklich gut. Muss ich aber genauer im Test, im Fazit werde ich euch das dann mitteilen, wie das Ganze bei mir aussieht. Und ja, dann haben wir einfach dieses Band. Das wird dann hinten hier eingefügt. So. Und ich denke, dass das genau. Ihr müsst das Kopfpolster demontieren. So. Und ihr seht hier dieser mittlere Klettverschluss. Da wird er dann drüber gelegt. Und wie ihr seht, genau, so habe ich es am besten eingefangen. So, jetzt geht es auch nicht mehr ab. Und dann nehme ich mir einfach wieder das Kopfpolster. Ich muss mal ganz kurz schauen, wie rum das war. Ich glaube, so rum war das. Das kommt dann einfach wieder hier drauf. So. Muss man schauen, dass man das dann wieder natürlich gerade drauf hat und es angenehm ist für jedermann. Und ja, dann kann ich mir das Kopfband kann ich mir dann so einstellen, wie ich es haben muss. Das muss man dann auch im Nachhinein nochmal machen. Und ja, schon sind wir dann fertig mit der Montage. Ihr seht, es ist relativ easy gehalten, die Montage. Und dann muss man natürlich jetzt mal testen, wie ist das Ganze unter Belastung. So einen kleinen Belastungstest machen bei schnellen Spielen, bei normalen Spielen. Wie ist der Komfort? Und das werde ich jetzt auch machen. Und danach gibt es auch dann ein Fazit von mir. Also bis gleich. So, nach 2 Tagen Test bin ich dann wieder hier. Und ja, ich habe das AMVR Pico 4 Headstrap getestet und habe auch mal ein paar andere Kombinationen noch ausprobiert. Also erstmal zu dieser kompletten Kombi hier. Ich muss sagen, es ist schon angenehm zu tragen, was mich aber ziemlich gestört hat, und das ist dem Facecover geschuldet, weil es halt sehr, sehr flexibel ist. Ich habe gerne, das ist aber komplett meine individuelle Vorliebe, sage ich einfach mal, ich presse mir das gerne ziemlich fest hier vorne an, dass halt kaum irgendwas rappelt. Und das ist hier nicht so möglich, aber also bei mir am Kopf nicht, weil wenn ich es dann festziehe, dann komme ich relativ schnell hier oben an die Linsen dran mit meinem Kopf, und das drückt und stört dann auch und macht dann auch keinen Spaß. Aber ich habe mir das wirklich so einstellen können, dass ich wirklich, dass es hier schön vorne aufliegt, hier hinten sehr angenehm ist und dieses Facecover dann wirklich nur leicht aufliegt. Und so hat man echt ein schönes Kopfgefühl. Man merkt das Gewicht kaum. Was mich dann aber gestört hat, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe auch Creed gezockt, und bei schnellen Kopfbewegungen hat man eine relativ schnelle Bewegung, also ein bisschen Wackel. Das ist jetzt nicht so ganz toll. Hat mich jetzt nicht so mega überzeugt, muss ich sagen.
Aber bei ruhigen Spielen war das echt super top, also hat mir gut gefallen. Also man kann es schon so einstellen. Vielleicht gibt es auch Kopfformen, wo das hier perfekt sitzt und alles gut ist. Ich habe auch nicht hinbekommen, das so einzustellen, dass hier an den Seiten nicht wenig Licht reinkommt. Also ich hatte immer so einen leichten Lichteinfall, keinen mega störenden, aber ich habe das gut gesehen, wenn ich darauf geachtet habe. Natürlich achte ich darauf, wenn ich sowas teste. Da muss ich jetzt sagen, das hat mir nicht so gut gefallen. Dann habe ich aber auch mal ein bisschen rumexperimentiert. Also ich habe auch noch ein anderes Facecover von AMVR. Das ist hier das. Ich zeige euch das jetzt mal ganz kurz auf Amazon. Das ist hier das Facecover. Kostet 37,99 €. Gibt aktuell auch einen 10% Gutschein. Und das ist sehr angenehm. Die Kombi war jetzt aber nicht ganz so gut mit dem jetzigen, weil wir hier diese Halterung haben, dieses Art Halo, die Halo-Halterung. Und das hat sich so ein bisschen gebissen mit dem oberen Teil hier, mit dem hier. Das kam dann relativ nah dran. Man konnte es benutzen, keine Frage, aber war nicht so ganz optimal mit der Kombi hier. Das Geek VR Facecover passte perfekt. Also damit habe ich ein richtig schönes Erlebnis gehabt. Also Kombi AMVR und Geek Facecover, das war echt super. Und ja, mit dem Originalen, wenn man damit klarkommt, kann man das natürlich auch dann weiterverwenden. Aber es gibt mit Sicherheit auch Anwendungen und Leute, die sagen, boah, das Silikoncover, das gefällt mir richtig gut und hat natürlich auch Vorteile, dass man abwaschen kann. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich damit jetzt keine Sportspiele machen konnte. Das ist auf keinen Fall so. Vorteil war auch, dass es wirklich nicht irgendwo drückt, wenn ich es vernünftig eingestellt habe. Also man muss schon ein bisschen darauf achten, ja, dass man hier keine Probleme hat, dass es hier gut aufliegt, dass die Hinterplatte auch im richtigen Winkel sitzt. Und ja, es ist halt alles relativ fest. Ich kann das jetzt nicht großartig einstellen. Ich kann es vielleicht noch ein bisschen mehr nach vorne stellen, kann man dann machen, je nach Kopfform, ne, kann ich das ein bisschen vorne und weiter. Aber viel weiter als diese Position geht es natürlich nicht nach hinten. Und ja, vielleicht muss man damit natürlich auch ein bisschen rumspielen. Aber für mich war jetzt diese Einstellung am besten, hat mir ganz gut gefallen. Und wer sowieso mit dem originalen Facecover Probleme hat, der sollte sich wirklich definitiv mal, was ich gerade gezeigt habe auf Amazon, dieses AMVR Facecover anschauen. Also das ist um Längen besser, gibt, weil es so flach ist, auch ein besseres Field of View. Und ansonsten kann man auch, was ich noch gezeigt habe, da gibt es ja auch ein Video von mir, Geek VR, auch sehr, sehr gut, ist meine Spezialkombi momentan. Also von den Top 3, sage ich einfach mal, da ist die Kombi Bobo VR und Geek VR Facecover ist bei mir da top. Kostet natürlich auch so ein bisschen mehr, aber ja, das ist meine Lieblingskombi momentan. Ich habe hier so viele Headstraps getestet und ja, man spielt da halt ein bisschen rum, wie es am besten passt. Und ja, ich bin auch immer noch gespannt auf das originale Pico Facecover, was da noch, diese überarbeitete Version, was noch rauskommt, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Aber erstmal zu dem hier, das muss man echt sehr individuell beurteilen, das Ganze, weil die Kopfformen so unterschiedlich sind und es gibt mit Sicherheit Leute, die sagen, wow, also das ist eines der besten Headstraps, die ich jemals auf hatte, sehr angenehm zu tragen und es ist auch so, wirklich, der Stoff ist super angenehm, das liegt hinten schön auf, der Stoff vorne hier oben, super, aber das, also es ist aber nur meine spezielle Meinung, also meine individuelle Meinung, dass das Facecover mir nicht ganz so gut gefallen hat. Ist aber bei der PSVR auch so, diese Silikoncover, die gefallen mir nicht ganz so gut. Aber hygienisch gesehen sind die natürlich top. Ja, Leute, wenn Fragen sind, könnt ihr gerne unter die Kommentare schreiben oder wenn ihr eventuell das Headstrap ja schon habt, gerne mal auch eure Meinung da in die Kommentare rein. Oder wenn ihr eine andere, ja, Lieblingskombo habt bei der Pico oder anderen Headsets, dann gerne mal auch in die Kommentare schreiben, was ihr so am liebsten ja, für Headstraps
tragt mit euren VR-Brillen, weil ja die Originalen sind ja nicht immer so ganz toll und die gemoddeten Teile sind natürlich teilweise vom Komfort her viel, viel besser und ich bin auch froh, dass es so viel Mods gibt dafür, was Zubehörteile, die wir da kaufen können. Und ja, aber gerne eure Meinung in die Kommentare rein, würde ich mich echt freuen und ja, ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.